Mist. Meine Lieblingsmumme ist nur noch ein Haufen Schrott. Fing ihn jetzt zaubern? Ja, auf mich. Wenn du den Spruch hörst, ist es immer auf mich. Ein Schuss, ein Bauernhaus weniger. Wie kostet Bauernhaus zu bauen? 500 Gold. Boah, vor allem. Alter, was geht jetzt mit den Flaggern? Sieht bei mir schon echt lustig aus. Was das übelst, tut schon den Augen weh. Die Auflösung ist einiges besser. Ja, bei mir ist das Flackern einiges besser. Vor allem durch die Schneelandschaft sieht es aus, als würde weiß flackern. Ich bin zwar kein Epileptiker, aber sowas geht einfach auf die Augen. Das ist genau wie wenn du rausgehst und auf einmal ist alles voller Schnee und Schnee weiß. Dann tut das auch in den Augen weh. Weil die Sonne dann so reflektiert wird. Feuerkatapult, Katapult. Ich könnte theoretisch ein Katapult bauen. Kann ich überhaupt lange fürs forschen? Sieht nicht so aus. Okay, ich kann nicht mal lang fürs forschen. Dann erforscht den langen Blackie. One-Hit. Aber was sagt der Taktiker jetzt? Ich kann kein langen. Verdammt, bei so viel Waffen muss jeder von uns fünfmal dran glauben. Kannst du eine Königinwaffe bauen? Da müsste ich erst Doppelkanone erforschen. Naja, also momentan lebst du ja noch. Milde Gehorsamst, Alter. Forschung erfolgreich abgeschlossen. Das Flackern ist so evil. Doppelkanone. Hast du ihn noch? Boah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Der nächste Schuss, oh Gott, was zerstört er jetzt? Was zerstört er jetzt? Er hat mich nicht getroffen, oder? Ein Bauernhaus hier in die Ecke. So, Schalen aufsetzen. Ich hab schon richtig Angst, wenn ich dieses Katapultgeräusch höre. Da krieg ich voll das Zucken und was schießt der als nächstes zusammen? Hilfe, Hilfe! Also ich weiß nicht, wieso es bei dir so steht, aber ich hab keine Panik. Du spielst ich ja bin auch nicht. Richtig. Deswegen, das ist halt so eine Emotionssache. Ich meine, du hast jetzt gerade Panik, weil du am Steuer sitzt. Und ich hab bei einem gewissen anderen Spiel einfach nur Wut. Was du gar nicht verstehst. Beziehungsweise dann denkst du, dass es gegen dich geht. Erforschen, es hilft. Ah, verflucht! Ich hatte noch die Hände an der Knarre! Tja, jetzt habe ich gar keine Waffe mehr. Jetzt, gut, dass ich Doppelkanone erforscht habe, jetzt wo ich keine Kanone mehr habe. Ah, ja, das ist gut, das ist gut. Ja, Becky, das war von dir taktisch wirklich gut, dass du jetzt so die Spannung extra hinausziehst, um die Gegner. Ich brauche die Doppelkanone sowieso zu erforschen, um eine dicke Luise zu bauen. Also, kann man sehen, wie man will. Hey, die dicke Luise auch mal was aus? Hohoho, es wird höchste Zeit, dass du mit diesen verbesserten Waffen drüben mal so sehr richtig irgendeinen anklopfst. Schadensradius, geringe Abweichung, hohe Flugbahn ermöglicht, Superwaffe, bla bla bla. Ach, ich erforsche jetzt einfach mal. Oh, was war das für ein Goldkalger, da hätte mir irgendjemand das Genick gebrochen. Viel schlimmer, ich wurde getroffen. Oh. So, es sieht momentan noch akzeptabel aus, muss ich sagen. Es sieht noch akzeptabel aus. Becky. Ja? Wir gehen zu einer Stelle aus dem Gorki, sieht's lässt mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich finde die zu geil. Ich hab schon markiert, ich komme mit 12, 23 oder sowas in die Richtung. Irgendwas bei Minute 12, das ist so geil. Ich muss da ständig lachen. Leute, ich verzweifle an diesem Level wahrscheinlich. Ach, komm schon, wie weit ist die Forschung? Alter, wie schnell wirfst du mal die Flinte ins Korn? Blackie! Ich verzweifle an diesem Level. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Das Let's Play wird abgebrochen. Hallo! Ich bin fertig! Das Ding hier muss raus aus meiner Werkstatt! Dicke Luise, 850 Gold. Gebaut. Hat sich dein Testosteron in Östrogene verwandelt oder was ist mit dir los? Voll frei! Zige Neuigkeit hast du nicht, ne? Hey! Was soll denn das? Du sollst Treffen nicht zeigen, wie weit du schießen kannst. Ich habe die Genauigkeit erforscht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich habe das Gefühl, die werden jetzt auf meine dicke Luise schießen. Aber die hält viel aus. Das ist gut. Die wird nicht, glaube ich, von einem Blitz zerstört. Fast zerstört, aber nicht ganz zerstört. Oh, sie schießen schon auf sie. Und? Wie schaut's aus? Na, 9% hat sie verloren. Oh, das ist ja mal gar nicht mehr so schlecht. Eventuell kommt's. 19.
Eventuell konzentrieren sich ja erst mit deine Luise und kannst du dessen Bauernhäuser bauen. Los, Feuer frei! Bams! Ich hab kein Gold. Oh. Fuck. Bisschen weiter nach vorne. Boah, die hat drei lange. Hey, die haben uns voll die Eier weggeschossen! Was zur. Du könntest natürlich versuchen, erstmal deren Geschütze zu. Nee, wobei. Oder? Oh, das ist so übel, dass wir zu viel starten. General! Der Zauber ging gegen uns! Mein Level mit Anspruch. Ich muss sagen, bis jetzt war der Ballonburg echt einfach. Ja, genau. Die Schwierigkeitsgrad besteht eigentlich nicht so an dem Spiel an sich, sondern einfach nur, dass die mit furchtbar viel starten und furchtbar viel können und du nur in deinen Möglichkeiten eingeschränkt bist. Das ist kein Schwierigkeitsgrad im Sinne von schwer, sondern einfach nur im Sinne von unfair schwer. Nette Beschreibung, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist schön. Dein Bauernhaus geht gleich flöten. Nein, ich hab das gerade erst gebaut. Achso. Bams! Hey, die haben uns voll die Eier weggeschossen! Das Bauernhaus wurde zerstört. Das hat echt lang gehalten, das Bauernhaus. Ich finde das gar nicht lustig. Das kommt immer so geil. Bauernhaus wurde festgestellt. Bauernhaus wurde zerstört. Aber genau das, das ich frisch gebaut habe. Haha, die macht guten Schaden, die Waffe. Ja. Mal gucken. Repariert deine Luise. Die ist auf maximal. Was soll ich denn da noch reparieren? 100%. Ich meine allgemein. Ja, die ist Luise. Auf 100%. Ich kann sie nicht reparieren. Allgemein! Super, der Güllegeruch war sowieso unerträglich. Oh, ich habe den Bauernhaus nebenbei noch zerstört. Oh, jetzt muss ich sie reparieren. Kann ich nebenbei noch ein Bauernhaus bauen? Das baue ich jetzt mal woanders hin. Und Schuss. Ah, sieht gar nicht mehr so gut aus für dich. Was, wenn ich auf deine scheiß Burg schieße? Mit einer Waffe einen gegnerischen Palast zerstören, das spricht schon für die Waffe, ne? Hat schon lange gedauert, aber siehst du, dein Taktiker hatte recht. Das wurde zerstört. Aber nicht das, was ich gebaut habe, sondern ein anderes. Das ist immer ein etwas. Peggy? Ja? You owe me one, my friend. Wie bitte? Also, Vivi, du schuldest mir was, mein Freund. Ah. Taktische Exo, stehst du diesem bei? Wir müssen jetzt in Echtzeit Dinge in Einheiten steuern, so. Bam! Nummer 1 vernichtet. Ach, shit. Ich bin ja nur noch. Eine. Sodala! Hallo, Palast Nummer 2. Da bin ich wieder! Und die andere Stadt überhaupt mal angegriffen, wenn ich das fragen darf? Ah, fuck. Egal, ich glaube, das Level ist geschafft. Tja, ja, siehste. Ich könnte natürlich gemeinsam noch eine zweite Dicke Luise bauen. Das ist sowas. Das wäre übel. Das geht. Und Dicke Luise ist nicht mal die beste Waffe im Spiel. Die beste ist mein Schwert, wollte ich sagen. Die beste Waffe ist die Höllenorgel, finde ich persönlich. Weil es ist sowas wie langer Fritz mit Mehrfachballern, aber halt nur ein größer und mächtiger. Ja. Was ist dann nochmal die Chabrinet? Wie hieß es nochmal? Nee, Tribuchet. Die Tribuchet ist die Königin. Endgeiles Fratzengeballer! Tribuchet ist die Königinwaffe von der Waldkönigin. Wie ist die? Ja, die feuert vier Geschosse ab, aber die Höllenorgel ist so genau wie eine Kanone. Feuert auch mehr Geschosse. Warte, dann fehlt doch noch eine Königinwaffe. Nein. Die Akra-Ballista ist die von der Waldkönigin. Von der Wüstenkönigin. Die Ballista ist die Königinwaffe. Wie schlecht. Die Akra-Ballista. Das ist die.